Ja, keine Ahnung, was los war. René ist total sauer. Wir haben jetzt voll gestritten und er packt jetzt wahrscheinlich zusammen. Magst du eigentlich sagen, was passiert ist, oder? Sage ich nicht, weil das ist das Letzte, hätte ich von dir nie erwartet. Also echt. Ja, keine Also Ahnung. Also das irgendwie. kannst du Ja, vergessen, wirklich. dann leck mich halt, ne? Ja, für mich auch. Also so ist der René. Servus, liebe Wandern, Outdoor- und Bushcraft-Freunde. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt auf meinem Kanal. Ich treffe mich heute mit dem René im Wald und wir haben geplant, einen Overnighter zu machen. Ich habe schwer und viel dabei, weil ich gehe nicht wirklich weit. Und ja, schauen wir mal, wie es wird. Jetzt muss ich erst mal schauen, wo der René steckt. Hi, Servus. servus. So, den René habe ich gefunden mittlerweile. Zieht er seine Schuhe an, hier riecht so nach Käse. Ja, jetzt mal schauen. Herrliche Gegend, schön sonnig. Richtig genial. Ja, na dann. Muss ich erst mal ankommen, Leute. Hänge mal so am besten, oder? Ja, So mal wie du gucken. letztens hattest. Mal schauen. Aber der da, der will nicht, ne? Da oben. Die Buche hier. Was ist denn das für eine Buche? Das ist doch keine Buche. Das ist doch eine Buche, der Grüne da. Ach, der Grüne meinst du? Da ist nichts da oben. Der ist doch tot. Glaube ich aber nicht, der sieht so gut aus. Keine Ahnung, was los war. René ist total sauer. Wir haben jetzt voll gestritten und er packt jetzt wahrscheinlich zusammen. Magst du eigentlich sagen, was passiert ist, oder? Sage ich nicht, weil das ist das Letzte, hätte ich von dir nie erwartet. Also echt. Ja, keine Also Ahnung, also das irgendwie. kannst du Ja, vergessen, wirklich. dann leck mich halt, ne? Ja, für mich auch. Also so ist der René. Das war natürlich nur Spaß, aber ist ein geiler Cliffhanger. So am Anfang gleich, weißt du schon. Ups. So Leute, so kann man es aushalten. Hängematte steht schon mal, der Rest noch nicht. Und da unten ist mein Zeugs, so zum Essen. Ein Drangia dabei und einen anderen Tisch diesmal. Den möchte ich auch mal zeigen. Der ist auch super. Ist aber eine Eigenbaugeschichte. Viele kennen den, der ist von Markus. Und ja, ich habe ja auch noch die anderen Tische von Schwarze Biene, sind genauso cool und so. Jetzt habe ich ein bisschen die Auswahl. Wenn ich ein bisschen leichter, ein bisschen mehrere mitnehme. Größeren Tisch, kleineren Tisch. Klasse Geschichte. Und vielleicht mache ich das mal so als Gegenüberstellung, ein Review von allen drei Tischen, die ich habe. Mal schauen. Ich bin zwar nicht so der Fertignahrungstyp, aber mal probieren und schauen wir mal. Geschmacklich ist schon mal gar nicht mal so schlecht. Ich lasse mich überraschen. Ich habe sogar so ein Wärmepad, wo man das reinstellen kann. Dann kannst du es. Ja. Also ich werde das schon wieder gerne machen, dass ich. Aber ich, ja, also wo mir das. Das war ja dann ausverkauft wegen dem ganzen Scheiß Corona-Zeugs da. Das gab's ja nicht mehr. Die Travelers. Das Food, das war weg. Komplett ausverkauft, überall. Also ich habe im Internet geschaut. Nichts mehr gekriegt und wenn dann überteuert. Wo ist die Sonne? Wo ist die Sonne? Ups, 25, war gut. Ich habe den Wetterdienst noch gecheckt. Die haben gesagt, morgen könnte es regnen, heute nicht. So, Prost. Prost. Prost, Leute. Prost, Leute.
Wahnsinn, der war ja größer als ich gedacht habe. Aber der ist gerade gut. Der ist super. Der fällt hier. Ja, können wir da anfangen. Ne? Ja, ist halt der Anfang, ne? Irgendwie muss man anfangen und es ist halt die erste Wand hier so. Und die kann man Stück für Stück kann man das verbessern und anders machen und umbauen und wie man will. Aber es muss halt einfach mal irgendwie so ein Grundding da sein. Das wird dann hier so außen rum gehen, das Ganze. Da haben wir einen geilen Platz. Das ist wie in den Kindheitstagen, macht richtig Spaß. Muss auch nicht perfekt sein, also darum geht es jetzt hier gar nicht. Sondern einfach, ja, Spaß und Freude, das machen, was man möchte. Ja, wie gesagt, ist keine Meisterleistung, aber tut seinen Zweck oder erfüllt seinen Zweck. Ja, das reicht erstmal für heute. Heute mal das TCOP mit D4 Satellite drunter und Expat. Den Rucksack, den habe ich da in diesen Packsack rein. Nichts Neues, so wie gewohnt bei mir. Jetzt schauen wir mal rum. Der René, der hat ja seinen Rubens Arrowhead. Ja, irgendwie ist seine Expat hat ein Loch oder so. Ne? Erzähl mal, René, was ist mit deiner Expat? Beim Aufpumpen, also da, wenn du Luft reindrückst über den Pumpsack, ist dieses Druckventil, das Gegendruckventil kaputt und offensichtlich ist da das Ventil geplatzt.
Aber Luft hält's, also ist gut. Ich hoffe. Das sehen wir dann morgen früh, ne? Ja. So, jetzt gehen wir mal kurz eine Runde. Ja, also wie man sieht, dann, das wird schon werden, dann ringsrum diesen Wall da, diesen Naturwall. Schaut schon cool aus, also man sieht da eigentlich nicht viel. Ist richtig gut geworden. Ja, natürlich ist das nur ein kleiner Teil des Waldes. Aber man muss ja auch nicht überall sein. Also da geht es ja überall noch weiter dann so hier rum. Aber das reicht uns ja erstmal. Oh, super. Ah, Mist. Warum? So, heute gibt es bei mir dieses Bolognese hier von der Firma, die ich nicht sagen werde. Sehr witzig, oder? Kann man eh lesen. Aber das Zeug schmeckt ganz gut und ist relativ günstig. Ach, ich habe hier einen Kumpel. Ich will Bescheid sagen. Dann machen wir das. Okay. Naja, dann Prosti. Prost, mein Freund. Also Temperatur ist ja perfekt, gell? Wenn die hochkonzentriert beim Essen machen. Was hast du gesagt? Ich habe gesagt, dass die Temperatur... Ich weiß, also. Ah ja, wenn wir merken, du. Und lump. Passt da direkt drauf? Ist das dafür da oder wie ist das dabei? Das ist dabei, ja. Mein Lieblings-Grandia-Cockpit. Das ist 27,6 UL ist das, glaube ich. Mein absolutes Lieblingsgeschirr. Da sind zwei Töpfe dabei, Teekessel dabei, ein kleiner. Und das Beste an dem Gerät ist ja der Gasadapter. Nicht original von Grandia, sondern von Adapt. Ein englischer Nachbau ist das. Macht genau dasselbe, kostet aber die Hälfte. Und René, wie war's heute? Ja, ich will eigentlich gar nicht ins Bett, um ehrlich zu sein. Ich mag eigentlich weiter eine Hängematte hängen, aber die habe ich jetzt im Baum gehängt. Da gehört der auch hin. So Leute, 10 vor 12, immer noch super warm, angenehm. Ja, jetzt werden wir ein bisschen schlafen und dann, wenn sonst nichts weiter passiert, sehen wir uns morgen früh wieder. Bis dann. Ich muss mir einen Schürsegel zubinden, muss ich auch sagen. Was? Ich muss mir einen Schürsegel zubinden. Ich drehe dann doch mal einen Schürsegel. Ich habe mal zu faul, die zuzubinden. Aber jetzt nerven sie. Ja.
Katastrophe. Und das ist natürlich auf Video, oder? Ja, logisch. Ah, furchtbarer Mensch. Wenn dann schon richtig, René. Morgen, Leute. Guten Morgen, Leute. Das sind so die kleinen Probleme, die Buschkräuter so haben. Schnürsenkel. Ja. Oh Gott, das ist wirklich fällig. Oh. Warum muss denn irgendwas immer irgendwo festhängen? Mann, jetzt dachte ich, da steht einer. So, nochmal guten Morgen. Ist erstmal eine Hängematte gemütlich gemacht. Wunderbar. Die Nacht war ja wohl trocken, aber der René hat gemeint, es hat geregnet. Das habe ich gar nicht mitgekriegt. Es ist aber alles trocken hier, so. Also die Zelte, alles. Die Hängematte, die war ja noch draußen am Baum gehängt. Die ist auch trocken. Also komisch. War wahrscheinlich ganz kurz oder so. Ja, Temperatur ist in Ordnung. Und jetzt gibt es erstmal ein Käffchen. Und danach erzählt euch der René, wie seine Nacht war. Vielleicht auch sein Setup nochmal zeigen. Das hat er nämlich gestern vergessen. Ja, okay. Dann bis gleich. Danke dir. Guten Morgen. Also meine Nacht war super gewesen, bis auf, dass es zum einen zu warm war. Und zum anderen war leider das Problem, dass ich mit meinem Schlafsack auf meiner Isomatte immer runtergerutscht bin, weil das Gelände leicht abfällig war. Aber ansonsten, wie gesagt, gut geschlafen, warm war es, zu warm. Ja, eigentlich völlig zufrieden. Ja, bei mir war es ziemlich ähnlich. Ich bin auch voll runtergerutscht, aber es hat mich nicht brutalst gestört. Ich habe so fest geschlafen. Ab und zu musste ich dann einfach wieder nach oben rutschen. So viel Abstand war dann, so weit unten. Und ich habe dann meinen Swagman, den ich übrig hatte, und die Wolfhound-Jacke, die habe ich dann unten in die Füße reingestopft. Dann bin ich wenigstens weich runtergerutscht. Lag nicht direkt mit den Füßen an der Zeltwand dann. Es ging. Ich habe schon schlimmer geschlafen von der Bequemlichkeit her. Es war echt wunderbar. So, wir haben soweit zusammengeräumt schon. Die Zelte sind wieder weg. Jetzt bleiben wir noch ein bisschen sitzen, labern noch ein bisschen was. Und dann werden wir langsam abhauen. So Leute, wir haben zusammengepackt, kann man ja auch sehen. Und fahren jetzt leider nach Hause. War aber eine richtig coole Zeit draußen. Einfach vom Wetter her perfekt. Und perfekt. Überhaupt. Ja. Super doll. War gut gewesen, ja. Ja. Haben was gebaut, wie man sieht. Ja, eben. Mal schauen, was aus diesem ganzen Platz hier wird. Vielleicht mehr. Vielleicht lassen wir es auch so. Wir wissen es nicht. Wie wir Lust haben. Richtig. Also dann, schön, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund. Haut's rein. Viel Spaß in der Natur. Servus. Ciao. Ciao.